freue mich auf die Aufgabe. Und, es war eine lange Wartezeit, aber nichtsdestotrotz. Also, ich konnte ja gleich trainieren und bin ja nicht stehen geblieben oder in dem Sinn. Und ich danke dem FC Aura für das Vertrauen, das mir schenkt. Und ich möchte dem FC Aura auch etwas zurückgeben. Ja, zum einen hat Ivan sicher grosse Qualitäten als Fußballer und zum anderen geben wir ihm die Möglichkeit wieder zu spielen. In dem Sinn, dass er einen neuen Verein hat. Er hat es nicht einfach in den letzten Monaten. Auch menschlich passt er sicher zu unserer Mannschaft hinein und wir freuen uns, dass er zu uns kommt. Also die Freude ist sehr, sehr gross und vor allem neue Club, neue Herausforderungen, neue Motivation. Und ja, ich bin bereit. Also, ich stelle mich in Dienst der Mannschaft und freue mich auf die Aufgabe und bin bereit, am FC Aarau zu helfen. Ja, ich werde am FC Aarau helfen, indem ich für die Mannschaft sicher kämpfe in erster Linie. Und dass ich mit meiner Qualität, mit meinem 1 gegen 1, mit meiner Schnelligkeit und mit meiner Torgefährlichkeit kann ich am FC Aarau sicher weiterhelfen. Und, aber ich denke, es geht ja nicht grundsätzlich um mich. Und wichtig ist, dass wir einfach miteinander Erfolg haben und dass wir oben mitspielen können und ja, uns weiterentwickeln. Also ich hoffe natürlich, dass er für uns nach vorne noch mal eine Überraschung mehr ist. Noch mal ein Spieler mehr ist, der den Unterschied ausmachen kann. Ich hoffe, dass er im 1 gegen 1, wo er eigentlich sehr stark ist, da Überzahlspiele vorbringen kann, dass unsere Stürme noch besser aussehen. Er hat schon Qualität und uns weiterbringen kann. Die Stärken sind sicher Technik, Schnelligkeit, 1 gegen 1 und ja, Torinstinkt. Ich denke, das Wichtige ist, dass ich durch meinen Charakter auch der Mannschaft helfen kann, durch meine Einstellung. Die Verantwortlichen haben sich mit mir super benommen, haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben für mich und ich bin ihnen auch sehr dankbar. Und darum wollte ich auch hier hinkommen und auf meine Leistung aufbauen und dann etwas zurückzahlen.